Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play OBS Installator Simulator. I don't know. So, jetzt haben wir... Was hast du für Ninja gemacht? Ja, jetzt ist die Frage, wie installiert man ein Paket über Ninja? Ich habe halt noch nie mit Ninja gearbeitet. Ich meine, wir haben jetzt hier die müssen wir jetzt irgendwo die Binaries drin haben, ne? Ups. Kann passieren. wir müssen jetzt irgendwo die Binaries drin haben. CMake Build. INT4, genau. Eigentlich müsste ich die jetzt eigentlich einfach direkt in meinem Lib-Ordner schmeißen können. Ganz ehrlich, let's fucking do it. So, das heißt, cp sudo cp ir libraries. Und dann, wie ist die Sache, wie ist die Kacke, wie ist die, Eier auf dem Kopf, lib Eier und jetzt, user lib. Und dann, ja, schmeißen wir die einfach rein. Oder irgendeinen Unterordner. Vor allem sehe ich das richtig, das ist eine statisch gelinkte Datei. Und das ist eine .a, keine .so. Ich meine, sollte trotzdem funktionieren. Ich schmeiße es einfach mal rein und gucke mal, ob OBS damit klarkommt. Wahrscheinlich braucht er nämlich die Dev-Datei. Ja. Verdammt! Gut, dann müssen wir mal gucken, nach was er genau sucht. Das heißt, wir brauchen diese Datei hier. Plugins IRC-Mac-File. Lalalala, wo ist denn OBS da? Plugins, ja, viele Plugins Geld braucht. Hä? Wait, der hat doch hier alles. Text Editor. So. Ja, das ist ja... Ich gucke gerade, ob ich hier irgendwie aus der Datei sehe, ob und wenn ja, wie ich das hier direkt hier aus erzeugen kann. Ob das hier ein Source Tree ist, der actually dazu da ist, dass man es daraus kompiliert. Wobei dann natürlich die Frage wäre, warum macht das... macht er das selber nicht? Ich schätze mal, weil wir keins hiervon haben. Das haben wir nicht. Das haben wir erst recht nicht. Ah, und das hier. Müsste erst doch eigentlich.
Ja, der braucht die Library include dir. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall das Dev davon. Ah, kurz, das bringt uns also auch erstmal nicht weiter. OBS. Ah ja. Include Directory. Gucken wir mal, ob wir das da irgendwie finden. In dem offiziellen OBS-Dings der Monster. Ah, okay, wir können es auch einfach komplett deaktivieren. Das heißt, dann brauchen wir eigentlich bloß die. Wie war das? Enable oder Build? Du kannst weg. Hat ja nicht so wirklich funktioniert. Enable, okay. Enable. Ah ja. Ist gleich off. Bin mal gespannt. Ah, disabled, ah ja. Ah. So schnell geht's. So. Jetzt haben wir das. Build-Files. So, und jetzt brauchen wir jetzt brauchen wir eigentlich noch ein Make-J-Dingster-Monster. Eigentlich brauchen wir jetzt noch diesen Befehl hier. Ich gucke aber vorher nochmal nach. Nicht, dass ich noch was vergessen habe. So, jetzt haben wir das Ding. Genau, und jetzt kommt direkt C-J-Dingster-Monster 4. Und dann danach nur noch dieses installieren. Oh, da bin ich ja direkt aufgeregt. Was? Cannot open files override. HomePy. Bla 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 bla. Permission denied? Warum Permission denied? Warte mal kurz. OBS Build Dependencies. OBS Build Dependencies. Und jetzt Glade CMake File. Glade CMake File, Glade Directory. Der Ordner ist auch da. Und dann Depends Make Temp. Wieso kann ich hier keine Datei anlegen? Wie siehst du keine Eigenschaften? Eigenschaften. Berechtigung. Warum gehört der scheiß Ordner root? Habe ich das mit root gemacht? Wait. Oh, wie habe ich denn sudo gemacht? Was? Gut, okay. Er muss ich aber ganz kurz gucken, wie war das nochmal? Make, nein, Quatsch. Man, change owner. Hier gab es doch dieses Ding für rekursiv. War das einfach er? Ja, großes R. Okay. Change owner. Wie heißen wir? Pi. Dann das Ganze rekursiv auf den aktuellen Ordner. Achso, das müssen wir. Ja, gehört natürlich zu root, also müssen wir das Ding auch als root ausführen, klar. Und dann jetzt noch. Group mache ich auch mal. So. Okay. Jetzt sollte das Ganze funktionieren. Wir werden kurz gucken hier. Wir müssten bei irgendwas mit Build. Ach, leg mich doch. Wir waren noch bei Build drinnen, ne? Genau. Make the Build und dann Build. Genau, okay, gut. So, dann können wir jetzt hier nochmal dieses das hier ausführen und auf einmal klappt es auch. Warum haben wir dieses CMake mit sudo ausgeführt? Achso, weil ich einfach einen alten Befehl rausgesucht hatte aus der History. Ja, vielleicht sollte man, wenn man das macht, vorher gucken, ob der Befehl auch wirklich stimmt. Wäre vielleicht gute Praxis.
Ja, das kann jetzt noch mal eine Weile dauern. Das kann richtig. Ich meine, der ist eine Prozentangabe. Ist auch nicht immer hundertprozentig zu, also linear. Aber es ist zumindest schon mal ein guter Anhaltspunkt. Okay, hey, wir sind schon fast bei 7%. Also fast bei 10, meine ich doch. Kann also gar nicht so lange dauern. Gut. Dann genießen wir nochmal die Show. Bis gleich. So. Das ging ja A schneller als gedacht und B nicht so weit wie gedacht. Wo hast du dich jetzt aufgehangen? Finger 2. Da. Data Video Codec. Na. Da hat sich schon wieder was geändert. Cool, lassen wir nochmal hier ohne durchlaufen. Das erzeugt eine schönere Ausgabe. Aber eigentlich können wir auch an der Stelle schon den Fehler kopieren. So, kopieren. FFmpeg, Codec ist die Priest. Erstmal kurz alles andere löschen, schließen. Andere Tabs schließen. So. So. Naja, ist ja keine Warnung. Das ist ja ein Fehler. Mache ich mal auch so Caps hier in diese Dinger rein. So. Ach, das reicht schon. Warum hat der nicht schon abgebrochen hier?
Also genau, hier ist der zweite Durchgang und hier ist er immer noch dabei. Okay. Können wir ja fast mal Multicore laufen lassen hier. Die Frage ist, das müsste ich eigentlich direkt so an dem Compiler anhängen. Ich habe das halt schon so lange nicht mehr gemacht. Ich weiß gar nicht, wo man die Compiler-Sachen unter CMake ändert. Muss ich erstmal hier gucken. Boah, wo ist denn hier? Nein, das ist. Weg mit dir. Die braucht keine Sau. So, ja genau. Besser kann ich auch nicht einfach mal direkt mal löschen. Weg mit dir. So, und dann können wir nämlich auch die alte Eierdatei wieder löschen. Sudo remove user lib und dann lib ja. So, dann ist unser System wieder clean, was das angeht. So, wir waren OBS Studio. Plugins und OBS FFM Pack. So, müssen wir mal gucken, wo genau trat der Fehler auf. OBS FFM Pack, FFM Pack, MPEG TS. Na gut, das könnten wir eigentlich sogar fast deaktivieren. MPEG TS brauchen wir eigentlich gar nicht, nur ich weiß nicht, ob man das hier in der Struktur überhaupt deaktivieren kann. Wobei kann sein, dass das OBS das intern irgendwie schon was braucht. Egal, wo ist die Mac-File? Machen, gucken wir mal hier. Ach, guck mal, das ist auch das Ding, was diese beiden Libraries braucht, die relativ neu sind. Da kann ich vielleicht einfach das gesamte Ding als Ganzes deaktivieren. Okay, muss ich mal ganz kurz gucken. MPEG TS hat er leider nicht. Wie ist die Option? Warte, okay, ist hier MPEG TS Output? Ist immer noch beim Kompilieren. Boah, Alter. Genau, das ist nämlich genau dieses Ding. Und da brauchen wir statt W-Error, W-No-Error. Das Ding, was wir da rauskopiert haben. Nur die Frage ist, wo geben wir diesen Parameter an? Normalerweise kannte ich das so, dass du in jedem Ordner bei CMake hast du für jeden Ordner eine eigene Make-File. Und die konntest du dann editieren. Aber ich sehe hier halt keine Make-File. Oder war das in der CMake-Struktur? Das kann nämlich fast sein, dass wir da in den Build-Ordner müssen.
Dann hier Plugins, FFmpeg. Ah, da haben wir die Makefile. Das macht die Sache natürlich wesentlich einfacher. So, und hier können wir nämlich jetzt irgendwo diese Option angeben. So. Das ist der Befehl, brauchen wir nicht. Wir brauchen die Make-Optionen. Das ist alles. I don't know. Ach du Scheiße. Die Make-Files werden aber auch immer komplizierter. Ich werde einfach zu alt für diese Scheiße. So, auf jeden Fall haben wir hier schon mal die Sachen, die ganzen Dinger. Aber wo übergibt er hier die Option? Ach, ich dachte, das ist ein Zeilenumbruch. Das geht ja hier noch weiter. Wow. Aber auch hier gibt es keine weiteren Optionen. Bin ich total verwirrt. Wo wird dieses Make definiert? Das ist wahrscheinlich bereits von der übergeordneten Ebene übergeben worden. Das heißt, da werden wir nicht rankommen. Gut, war kurz. Bevor ich mir den Arm buggele, weißt du? Das haben wir noch drinnen, ne? Wow. Ja. Ah, da gibt es sogar direkt einen CMake-Flag für. Okay, ach, das kann ich direkt an CMake übergeben. Ich dachte, das ist eine GTC-Option. Gut, dann breche ich wieder die Sache an der Stelle mal ab. CMake. So, Schiffssteuerung V. Geht das echt? Es kann natürlich sein, dass er alles neu kopieren muss. Ah, oh, ne, macht er nicht. Okay, gut.
Ah, guck mal, er macht weiter, oder? Macht er weiter? Gute Frage. Ist immer noch ein Error. Aber er bricht nicht ab. Okay. Doch, bricht er. Lassen wir erstmal hier ein paar Mal durchlaufen, damit er. Ich habe auch, wo müssen wir es denn definieren? Dann scheint es bei CMake doch nicht zu funktionieren. So, make CMake. Hallo. Ah, langsam wird, aber ich wahrscheinlich schon knapp. CMake. Oh Mann. Naja, alleine mit der Arbeitsspeicher ganz schön voll. Das merkt man hier unten, wie er mittlerweile am Auslagern und Einlagern und alles ist. Huiuiui. Huiuiui. Ja, da merkt man, dass der leider nur 2 GB hat. Fürs Kompilieren von so großen Paketen vielleicht doch etwas zu wenig. Aber gut, ich meine, selbst das Auslagern und Einlagern geht zum Glück relativ schnell, dass ja alles auf der SSD passiert, ne? Und da ist natürlich, genug Lese-, Schreib-, Performance-, Reserve. So. Der Browser bricht zwar ganz schön zusammen dabei, aber der Raspberry Pi bleibt zumindest relativ aktiv. Wenn wir das Ganze jetzt auf einer SSD laufen würde, dann wäre es natürlich lange verloren. Aber da würde er in dem Moment komplett zusammenbrechen. Aber so geht's. So, und ich muss jetzt nochmal gucken, wo war das denn? Da. Kann man das nicht einfach direkt an den CMake-Befehl übergeben? Das muss so funktionieren. Ich meine, hier müssen wir irgendwelche Dateien rumschrauben. Ach, stimmt, die Dinger gibt es ja hier auch noch, diese Kaste. Oh, ja, okay. Stimmt, ich glaube, das hatte ich schon mal gehabt. Also nicht bei dem hier, sondern bei dem anderen Programm. Aber eben, da muss ich auch so solche Sachen machen. Da musste ich irgendwie die One-Time-Optimierungen beim GCC rausnehmen. Beziehungsweise, ich brauchte es auch einmal, als ich MyTest kompiliert hatte, und zwar eine alte MyTest-Version. Da musste ich dafür sorgen, dass GCC im alten 98er Standard kompiliert und nicht im neuen C11 Standard.
Okay. Okay, scheint also so, als wenn wir den hier benutzen können. So, das heißt, CMake. Das hier müssen wir abwandeln. Und zwar E. Environment. Brr. So. Environment CXX Flex, glaube. Genau. CFlex ist gleich. So, und da können wir jetzt direkt die Option an. Die Option angeben. Nee, müssen wir noch als Strich davor. Hat er immer noch. Gut, immer muss ich doch direkt die Make-File ändern. Oder ich müsste alles komplett neu kompilieren. So, hier haben wir jetzt die ganzen Sachen, die gedingstert werden. So, und hier brauchen wir jetzt Folgendes. Du kannst an der Stelle direkt wieder abbrechen, das wird dir eh nichts. OBS, FFmpeg, MPEG, MPEG TS. Sechzehn Vorkommen. Okay, genau. So, das heißt, wir müssen bei den dreien hier gucken, was ist davon jetzt eigentlich was? Ach so, ja klar, das sind ja die einzelnen Schritte. Genau. Hier wird erstmal daraus C-Code gemacht. Daraus wird dann Assembler gemacht und dann wird der Assembler-Code assembliert. Macht ihr alles als einzelne Schritte. Oder? I have no idea. So, CMake-Flex. Weißt du was? Wir hängen einfach direkt hier ran. So. Am besten bei allen dreien. Das heißt auch einmal hier. Gute Frage.
Nee, komm. Wir hängen das einfach als Zielfleck ran. Mal gucken, ob Zielfleck hier oben definiert wird. Leider nicht. So, C. Gut. MPTS. Dann fangen wir einfach direkt hinten an. So, so und so. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Yeah, es funktioniert. Es funktioniert. Boah, Alter. Gut. Da würde ich mal sagen, an der Stelle wenn das mal für die Folge. Und ja. Das war schon wieder heftig. Bis zur nächsten Folge.